Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute im Part 2, wie du Wireshark verwendest und wir schauen uns gleich mal ein paar Datenpakete genauer an. Also erstmal Wireshark starten, dafür wieder auf den Drachen. Dann klicken wir hier oder tippen wir Wireshark ein, einmal draufklicken, Passwort Kali, also Standardpasswort. Und schon startet sich das Ganze auf Kali Linux zumindest so. Genau. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, schau dir den ersten Teil an, da lernst du alles nochmal grob. LH Cybersecurity. Be part of IT. Gut, dann wählen wir hier jetzt unseren Netzwerkadapter aus und wir wollen ETH0 für LAN sozusagen oder WLAN, je nachdem. In der VM ist LAN, WLAN, bei mir zumindest so. Gut, dann läuft das Ganze auch schon. Wir sehen hier, es sind gerade gar keine Datenpakete unterwegs. Und wir wollen aber Datenpakete, damit wir uns die anschauen können. Deswegen einfach schnell den Browser öffnen. Und dann werden auch schon ein Haufen Datenpakete geschickt. Wir können das Ganze jetzt hier nochmal beenden. Und okay, wir sehen jetzt hier, allein, dass wir den Browser geöffnet haben, werden jetzt schon Datenpakete gesendet. Wenn wir jetzt hier Google eingeben, öffnen, dann werden hier nochmal Datenpakete gesendet. Wir sehen jetzt, es sind hier ein Haufen und mein Handy meldet sich. Und ja, wir klicken jetzt hier auf Stopp, weil sonst wird uns das zu viel. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein Datenpaket an. Aber erstmal erkläre ich dir hier die Oberfläche nochmal. Und zwar sehen wir hier, diese ganzen bunten Sachen sind alles Datenpakete. Die werden hier an der Seite nummeriert mit NO 1, 2, 3. Dann können wir nachvollziehen, in welcher Reihenfolge welches Datenpaket gekommen ist. Wir haben hier an der Seite ein Timestamp, also nach wie vielen Sekunden oder Millisekunden eben das Paket nach Beginn der Aufzeichnung eingetroffen ist. Und ja, hier nochmal kurz auf die Finne klicken oder auf die Flosse ist Aufzeichnung starten und hier draufklicken auf das Viereck ist Aufzeichnung beenden. Genau. Nur um das nochmal zu erklären kurz. Das sind so die wichtigsten Sachen am Anfang. Dann haben wir hier die Source, also die Quelle. Hier steht die IP-Adresse, von der es kommt und die Destination ist die, ist der, ja, wo es hingeschickt wird. Also das Ziel sozusagen. Hier steht auch wieder eine IP-Adresse und dann haben wir hier die Protokolle. Hier sind verschiedene jetzt. Wir haben hier TLS zum Beispiel oder hier TCP. Gibt auch DHCP zum Beispiel. Das wird dann Dynamic Host Configuration Protokoll sein. Und ja, die schauen wir uns aber genau in einem anderen Video an. Dann haben wir hier die Länge des Datenpakets. Hier 39 Bytes. 93 Bytes zum Beispiel und wir sehen hier auch noch eine kleine Info dazu, die gibt uns Wireshark, zum Beispiel Application Data. Gut, wir schauen uns jetzt mal hier so ein TCP-Paket an und wir sehen hier an der Seite auch gleich mal die Sequenznummer, die ist 1, das Acknowledge Byte ist auch, Bit ist auch 1, dann zum Beispiel das Win und die Länge. Die ist 0 zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, das wird blau markiert, dunkelblau. Und wir haben jetzt hier unten mehrere Daten. Das sind die verschiedenen Layer. Es gibt ja das OSI-Modell, also 7 Layer gibt es da. Ich verlinke dir drüber ein Video, dann kannst du das OSI-Modell mal anschauen. Ich habe auch eine Netzwerktechnik-Grundlagen-Playlist, also falls dir das jetzt hier ein bisschen zu schnell geht, schau dir die gerne an, die verlinke ich dir jetzt auch nochmal oben. Genau, dann schauen wir uns das TCP-Protokoll genauer an. Und zwar bekommen wir hier die Rohdaten. Und die Rohdaten stehen hier unten immer. Also das sind die Rohdaten in Hex, ganz hier unten. Und das Coole am Wireshark ist, das schlüsselt uns das alles schön auf und wir wissen somit genau, welches Byte oder Bit, je nachdem, welchen Wert hat und welche Aufgabe. Das ist echt cool und deswegen ist Wireshark auch so praktisch. Genau, dann schauen wir uns hier an. Wir sehen hier den Port, wo das herkommt, also den Source Port.
und den Destination Port, also es geht auf Port 80. Genau, dann sehen wir den Stream Index, der ist 1, den TCP Segment Länge, die ist 0, die ist, haben wir auch schon oben gesehen. Die Sequenznummer ist auch 1 und ja, das Acknowledge Bit und die Acknowledge Nummer, die ist auch relativ wichtig im Netzwerkbereich. Dann sehen wir hier nochmal die Länge vom Header. Die ist 20 Bytes und hier haben wir dann noch die Flags vom Acknowledge Bit. Hier haben wir dann Reversed ist nicht gesetzt, Nonce ist nicht gesetzt, Windows Reduce ist nicht gesetzt, Urgent ist nicht gesetzt, Acknowledgement ist gesetzt, also es wurde bestätigt, Push nicht gesetzt, Reset nicht gesetzt, also 0 heißt nicht gesetzt, 1 heißt gesetzt, Syn ist nicht gesetzt und Fin ist auch nicht gesetzt. Scrollen wir hier mal runter. Und ja, wir haben jetzt hier noch das Window und die Window, also die Windowgröße eben. Dann haben wir noch die Checksumme, die ist nicht verifiziert. Und das Coole ist hier, wenn wir jetzt hier 1 anklicken, dann sehen wir genau immer hier unten, ne, welcher Bereich das in unserem RAW-Daten sind, also in unseren Rohdaten sozusagen. Also wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir genau hier diese 8 Bytes oder ja, dieser Bereich hier ist eben für die Checksumme verantwortlich. Das Coole ist, das Ganze wird hier auch nochmal versucht in Zeichen darzustellen. Das Ding ist eben, wann braucht man das zum Beispiel, wenn man jetzt eine HTML-Seite lädt, ohne verschlüsselt, also ohne HTTPS, dann kann man hier den Text rauslesen. Genau, dafür ist diese Darstellung eben ganz gut, also diese Buchstabendarstellung. Gut, dann können wir jetzt hier noch die Timestamps anschauen. Hier steht jetzt nichts drin. Und ja, das so schaut ein Paket aus. Also falls sich mal interessiert, wie so ein TCP-Paket ausschaut, welche Daten da enthalten sind, dann siehst du das hier ganz genau und du kannst es genau analysieren. Du kannst auch hier unten draufklicken und zum Beispiel siehst du hier 00 ist der Urgent Pointer ganz zum Schluss. Diese zwei Reiter sind eben dafür da, dass man eben weiß, wie das zugeordnet ist, zu welchen Reihen. Wir können hier alles anklicken und werden wir immer genau sehen, was für was zugeordnet ist. Dasselbe können wir hier auch nochmal machen. Und ja, das sind so die Features. Wir werden uns dann im nächsten Video genauer anschauen, welche Datenpakete es noch gibt und was wir hier noch alles so machen können und eventuell auch die verschiedenen Layer wie Internetprotokoll oder Ethernet oder sogar das Frame. Genau. Dann war es das für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, dann gibt es mehr von Wireshark. Abonniere den Channel für mehr IT-Sicherheit und ja, IT generell und komm gerne auch in unseren Discord. Hier sind auch auf jeden Fall viele coole Leute, die dir bei Fragen gerne helfen. Genau, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace!